Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute geht es um Mikro-Makrofotografie. Mikro-Makrofotografie im sechsten Teil. Der sechste Teil ist heute dran mit zwei Themen. Zwei Themen habe ich Ihnen wieder mitgebracht. Und zwar letztes Mal sind wir von den Bock- und Rüsselkäfern gekommen. Und heute wenden wir uns wieder den Diphtheren, den Zweiflüglern zu. Und zwar heute geht es um das Thema Skorpionsfliege und den Raubfliegen. Skorpionsfliegen und Raubfliegen sind die beiden Themen, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. In meiner bisherigen Laufbahn als Natur- und Makrofotograf, die rund 20 Jahre andauert, hatte ich ungefähr ein Dutzend mal die Chance, eine Skorpionsfliege zu erwischen und zu fotografieren bzw. zu stacken. Und das ist ein absurdes Tier. Das ist ungefähr 3 cm klein. Und von daher hat man eigentlich eine recht gute Chance, mit einem 1:1 Makroobjektiv das Teil sauber und formatfreund abzulichten. Aber das Teil sieht nicht nur absurd aus, sondern es ist auch nicht ganz leicht einzufangen, weil es doch relativ wuselig und auch teilweise scheu ist. Es sei denn, man hat das Glück und erwischt es dann an einer Position, ja, wo es sich vielleicht etwas länger mal aufhält. Aber Skorpionsfliegen gibt es hierzulande ungefähr 5 verschiedene Arten und weltweit 500 Arten. Es ist die artenreichste Familie in der Familie der schnabelartigen Fliegen, der Schnabelfliegen oder auch Schnepfenfliegen werden sie genannt. Und ja, die haben eine sehr langgezogene Schnauze und sind relativ filigran, haben auch so eine Musterung, die so an eine Wespe oder an eine Biene erinnert. Und das Männchen hat einen hinteren Fortsatz, der an einen Skorpionsstachel erinnert. Der sieht wirklich so aus wie ein Skorpionsstachel. Das ist das Fortpflanzungsorgan der Männchen. Und ja, die sehen eigentlich absurd bedrohlich aus, fast wie ein Schnabeltier. Vorne eine lange Schnauze, fast wie so ein Rüsselkäfer. Und hinten ja, einen hochgebogenen Skorpionsstachel. Ich habe einen Skorpion mal in Venezuela in einer Hütte war ich mit konfrontiert, nachdem ich von der zweiten Fototour kam vom Tafelberg. Da wollte ich mich dann ausruhen und in der Hütte, ja, da war dann ein Skorpion, der sich da breit gemacht hatte, den mussten wir dann erstmal rausbuxieren und das war also eine Aufregung. Aber die Skorpionsfliegen, die tun den Menschen überhaupt nichts, die ernähren sich ansonsten saprophyt, das heißt, die ernähren sich schon von toten Insekten und gelegentlich auch mal von Pflanzenmaterial. Aber den Menschen tun sie nichts, auch wenn das Männchen der Skorpionsfliege bedrohlich aussieht, lohnt es sich auf jeden Fall, das Weibchen abzulichten, aber eben auch das Männchen, weil es einfach absurd aussieht. Ja, mit Olaf bin ich immer mal wieder im Sommer ins Tister Bauernmoor gefahren und da in der Nähe haben wir unter anderem auch Prachtlibellen abgelichtet und da hatte ich dann auch die Gelegenheit, das Weibchen einer Skorpionsfliege zu entdecken und ja, ich habe mich dann aufgemacht und habe versucht, sie zu erfassen, das Weibchen. Das ist aber immer von einem Zweig, von einem Blattwerk zum nächsten gewandert und ist dann immer 15 Meter weiter weggeflogen, hat dann angehalten. Ich bin hinterhergelaufen, habe versucht, es zu erfassen. Das ist dann aber wieder weggeflogen und so bin ich ihm lange Strecken hinterhergelaufen und irgendwann habe ich es dann auch erwischt. Aber das ist auch so typisch, das Verhalten. Die sind dann mal vielleicht 10 Sekunden lang ruhig und dann wuseln sie weiter. Und diesen ruhigen Moment sollte man unbedingt abpassen. Und ich hatte dann auch die Gelegenheit, auch hier um die Ecke vor einiger Zeit mal ein Männchen einer Skorpionsfliege in aller Ruhe zu erwischen. Das saß dann da ungefähr 20 Sekunden am Blatt still. Und ich hatte die Kamera anschlagsbereit mit einem 100er Makro oder mit einem 1:1 Makroobjektiv. Aus Mindestdistanz habe ich es erfasst
also rund 10 cm Frontlinse Motiv und habe dann ein Stack durchgeführt, also in zwei Abschnitten habe ich, oder in drei Abschnitten, um ein bisschen Umfeld mit reinzukriegen, habe ich die Skorpionsfliege also durchgesteckt. Also das Stacken, das macht man normalerweise, indem man an der Kamera den manuellen Fokusmodus einschaltet, die Schärfeebene etwas vor die erste Schärfeebene zieht und dann die Parameter hinterlegt. Normalerweise ist der Fokusabstand von 4 zu empfehlen und 100 Aufnahmen. Und dann habe ich durchgedrückt und nach gut 10 Sekunden war dann der erste Stack im Kasten. Dann habe ich geschwenkt auf die Mitte, wieder durchgestackt, 20 Sekunden und dann habe ich sie vielleicht sogar 30 Sekunden lang ruhig gehabt, den dritten Abschnitt. Und dann hatte ich ein Panorama-Stack, also ein Makropanorama, und habe dann die jeweiligen Abschnitte verrechnet und habe das dann zu einem Panorama-Gesamtbild entwickelt und ja, und habe das zum Beispiel auf YouTube als Hintergrund, als mein Logo benutzt, weil die Fliege einfach so absurd, klassisch absurd aussieht. Deswegen habe ich gedacht, das ist doch ein tolles Logo, um sie als Hintergrundlogo zu verwenden. Und ja, das ist mir einige Male auch noch gelungen, zumindest mit Einzelstacks die Schnepfenfliegen oder die Schnabelfliegen zu erfassen. Und auch Weibchen habe ich auch erwischt und die Männchen natürlich auch. Und wie gesagt, ein Dutzend ungefähr Male in 20 Jahren habe ich sie erwischt. Sie sind überall zu finden, aber nur sehr gelegentlich. Und wenn, dann sollte man die Chance nutzen, wenn sie mal ruhig auf einem Blatt sitzen und sich da ausruhen. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema, die Raubfliegen. Raubfliegen sind auch Zweiflügler aus der Ordnung der Zweiflügler. Raubfliegen gibt es weltweit, außer in der Antarktis, aber ansonsten auf allen Kontinenten. Rund 7500 Arten soll es geben und in Europa 580 Arten und in Deutschland sind 81 Arten bekannt. Also 81 verschiedene Arten von Raubfliegen sind hier bekannt, zum Beispiel kleiner Strauchdieb oder Habichtvogel zum Beispiel. Da gibt es auch viele verschiedene Arten, also 81 Arten gibt es hier in Deutschland und da lohnt es sich auf jeden Fall, die Gelegenheit auch zu ergreifen. Es sind Ansitzjäger, das heißt, sie ruhen sich auf einer leicht erhöhten Position, auch im Baumstumpf zum Beispiel oder auf Blättern, auf Blattwerk sitzen sie als Ansitzjäger und beobachten ihre Umgebung, und sobald sie ein Opfer finden, dann fliegen sie auf und schnappen es in der Luft und betäuben es auch in der Luft. Also es wird schon mit dem Mundwerk, wir haben ja, ja ein ausgeprägtes Mundwerk, und damit werden also ihre Opfer schon in der Luft getötet und dann fliegen sie auf ihren Ansitz zurück und saugen das Insekt aus. Da sind auch Verdauungssäfte drin. Klingt ein bisschen brutal vielleicht, aber so ist die Natur, jeder gegen jeden. Und die tun den Menschen auch nichts, da braucht man also keine Befürchtung vor haben. Sie sehen so ein bisschen ähnlich aus wie Libellen, das Jagdverhalten ist auch ähnlich wie Libellen, aber es sind halt große bärtige Fliegen. Raubfliegen oder Jagdfliegen, und ich hatte auch viele Male die Gelegenheit, sie in aller Ruhe zu erwischen, vor allem auch bei schlechtem Wetter, bei Nieselregen. Das ist ja eigentlich kein Fotowetter, aber ich habe dann doch die Gelegenheit ergriffen, weil mir klar war, es lohnt sich auf jeden Fall, Insekten auch bei leichtem Nieselwetter zu erwischen, weil man dann eben auch sehr schöne Tautropfen bzw. Wassertropfen und Regentropfen erfassen kann. Ja, da habe ich mal eine abweichende Technik benutzt, und zwar um mein Haus herum, um mein Büro. Das alte Büro, da ist ja so ein kleiner, ja, auf der Rückseite ist so ein Parkplatz mit Bewuchs und mit Pflanzen, und da bin ich dann bei Regenwetter mal losmarschiert. Mein Kollege hat mich dann gefilmt dabei mit Regenschutz, mit einem Regenschirm
auf dem Stativ und habe dann unter dem Regenschirm in aller Ruhe ja, eine Raubfliege entdeckt und habe sie dann auch fotografiert und habe dann eine abweichende Panoramatechnik angesetzt. Und zwar habe ich mit dem 1:1 Makro auf Mindestdistanz rund 10 cm Frontlinse Motiv oder 8 cm bin ich dann auf die Augenpartie der Raubfliege gegangen und habe die Augenpartie fokussiert und habe sie dann als Stack erfasst und habe dann anschließend, weil die Raubfliege ansonsten noch etwas größer ist, die sind ja auch so 3 cm ungefähr groß oder können auch noch ein bisschen größer werden, so 3 bis 4 cm vielleicht, und habe dann das Umfeld anschließend nochmal nacherfasst und habe später das Ganze auch zu einem Panorama so gesteckt, dass die Augenpartie meine Hauptauflösung dargestellt hat und das Umfeld in normaler Auflösung dann. Man kann das auch so machen, dass man die Augenpartie aus Mindestdistanz aufnimmt und aus größerer Entfernung für das Gesamtbild dann auch ein Stack nimmt. Dann hat man 2 Bilder mit unterschiedlicher Distanz und das kann man dann so einbetten, dass das, was interessant ist am Bild, nämlich die Augenpartie, da achtet man ja am meisten drauf später, dass das hoch aufgelöst ist und das Umfeld noch eine gute Auflösung hat, aber dann nicht mehr ganz so hoch aufgelöst ist. Das ist dann so eine Kombitechnik und da hatte ich dann auch Regentropfen drauf und die sind halt Ansitzjäger, die stören sich auch nicht dran, wenn da jemand dicht rankommt. Die sind nicht weggeflogen und hat sich also anscheinend nicht dran gestört. Ich war auch nicht ihr Opfer. Und da konnte ich also in aller Ruhe die Raubfliege erfassen. Und das ist mir einige Male auch bei Regen gelungen. Aber sie sind auch sonst unterwegs und setzen sich auch mal auf eine Fototasche nebenbei. Und da bleiben sie auch dann teilweise wirklich ruhig sitzen und stören sich auch nicht, wenn man da rumhantiert. Es sind wirklich sehr dankbare Makromotive und wenn sie eine Raubfliege erwischen, mir ist es auch mal an der Hausfront, an der Glastür gelungen, da hat sich auch eine Raubfliege dran gesetzt und die konnte ich auch in aller Ruhe ablichten, die hat sich auch nicht dran gestört, die saß auf der Fensterscheibe und da konnte ich sie auch in aller Ruhe ablichten oder ich hatte sie auch mal bei mir im Studio im Lichtkasten drin und habe sie auch mal abgesetzt auf eine Unterlage und da sind die Raubfliegen auch sehr geduldig und dann habe ich sie natürlich entlassen und es lohnt sich auf jeden Fall mit diesen Raubfliegen zu experimentieren und da haben sie eben auch die Gelegenheit ein Makropanorama durchzuführen und wie gesagt mit der Kombitechnik können Sie eben auch bei, auch wenn Sie nur mal kurz da sitzt und Sie nicht so viel Zeit haben, dann ist es auch eine Technik, mit der Sie vorgehen können. Ja, Makropanoramen, das ist auch eines der Themen, die wir in dem Fokus-Stacking-Buch Makrofotografie für Profis und Einsteiger ausführlich vorstellen. Das ist eine interessante Technik. Wenn Sie die Auflösung steigern wollen, da können Sie auch mit Nahlinse oder Mikroskopobjektiv arbeiten. Wenn das Motiv ruhig genug bleibt, da brauchen Sie natürlich auch entsprechend perfekte Verhältnisse und da muss alles stimmen und dann können Sie auch mit dem Mikroskopobjektiv zum Ziel kommen. Das ist eines der vielen Themen, 300 satte Seiten, über 300 Seiten ist das Buch stark großformatig, 29,95 oder als PDF zu kriegen für 19,95, ein Drittel günstiger, vielleicht auch eine Idee für Sie, falls Sie das Buch noch nicht kennen, noch nicht haben, das auch als PDF zu erwerben oder nur als PDF. Alle Kamerasysteme sind drin, alle Objektivtypen über Weitwinkel, über Normalbrennweite, über Telebrennweite, Spezialobjektive, Makroobjektive natürlich, viele verschiedene und verschiedene Themen, unter anderem eben auch die Makropanoramatechnik, auch bei Wind und Wetter fotografieren. Bei Wind ist es natürlich auch nicht ganz leicht, da gibt es auch verschiedene Techniken, um das Umfeld zu beruhigen. Und wir haben auch Q&A und Makroschlitten werden vorgestellt, elektrifizierte, manuelle Makroschlitten.
Und die Software ist natürlich drin. 5 verschiedene Programme stellen wir vor. Also das Buch hat alles, was Sie sich vorstellen können. Es ist meines Wissens einzigartig weltweit am Markt und deswegen auch besonders spannend, falls das für Sie thematisch von Interesse ist. So viel zur 6. Folge Mikro-Makro-Fotografie. Die 7. Folge kommt auch demnächst. Freuen Sie sich also auch auf die Folge Nummer 7, die auch demnächst kommt. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.